Überall wird gekämpft, nur wie gerade Skellige etc. Ja, was hast du hier zu suchen, ne? Der hat bloß mit mir gerade geredet, ne? Ja, wir haben Geld bekommen wieder. So. Und wir haben jetzt alle drei besiegt. Das war ja jetzt die Hauptaufgabe. Aber jetzt kommt noch was. Kämpfe gegen den Feldwebel. Um den Titel von Velen. Ah, dann wäre ich hier wahrscheinlich der Oberstfaustkämpfer. Der ist gar nicht mal so weit entfernt von hier. Der Feldwebel. Können wir auch zu Fuß erledigen hier. Machen wir jetzt auch einfach. Sag bloß, der ist beim Baron drin. Ich weiß es nicht. Ah ne, die Meterzahl sagt eigentlich aus schon, dass es nicht dieser Festung sein kann. Ich bin gespannt. Jetzt gehen wir wirklich in Richtung Festung. Die Schrittzahl sieht noch gut aus. Oh, da habe ich mich ja extrem getäuscht. Tatsächlich ist es hier beim Baron. Aber nicht direkt in der Festung. Obwohl jetzt die Schrittzahl nach oben geht. Okay, das wird wahrscheinlich in der Festung sein. Ja, ja, der Wegpunkt und die Berechnung der Schritte, die verarschen mich so ein bisschen. Das finde ich auch nicht gut hier in The Witcher. Das ist so alles so relativ hier. Hier weiß ich aber, dass mein geliebter Zwerg hier ist. Und da werde ich meine Rüstung erstmal reparieren. Wie kann ich helfen? Ja, los geht's. Was zeigst du mir? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Genau, aber eigentlich will ich nur reparieren. Ah, wie viel kostet das? 226 ist viel Geld. So ziemlich fast die Hälfte. Naja, aber ich muss. Meine Rüstung ist mir lieb. Und teuer. Hier können wir auch noch was verkaufen. Cool, das können wir ja gleich machen. Ja, der Zwerg hat Geld, das sieht man ja schon. 1499. Und los geht's. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Auch verkaufen. Ja, diese Steine, die benutze ich eigentlich, ne? Also weg. Die Armbrust würde ich gerne benutzen, aber ich glaube, bei Abstufe 18 ist sie schon wieder zu schlecht. Ich weiß es nicht. Ja, sind alles solche schlechte Sachen. Was ist schlecht? Nicht so gut. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld bekommen und jetzt gucke ich mal seine... Er hat auf jeden Fall bessere Rüstungen. Also eine Rüstung mit Eigenschaft kostet 475. Aber das macht keinen großen Unterschied zwischen der hier. Ach nee, das ist keine Eigenschaftsrüstung, die kann man sockeln. Obwohl, das kann man auch sockeln, hä? Wozu ist die jetzt blau? Weil das ein Meistergegenstand ist, ne? Und was heißt das? Meistergegenstand, naja, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr drin, ne? Im ganzen Tralala. Ja, wir kaufen uns den Meistergegenstand. Ich brauche auf jeden Fall eine stärkere Rüstung, damit mich Feinde nicht mehr so krass anfallen können. Das wäre auf jeden Fall auf meiner Liste. Dann würde ich sagen, wir kaufen auch noch eine bessere Hose. Oder vielleicht finden wir noch bessere Schuhe. Nee. Kaufen wir auf jeden Fall noch eine bessere Hose. Und für die Handschuhe reicht es nicht. Aber wenn ich meine alte Sachen verkaufe, reicht es bestimmt. Ach nein. Ich würde mir gerne dein Angebot. Nein, will ich nicht. Ich wollte rausgehen. Sorry. So. Leb wohl. Genau. Und wir schauen uns jetzt erstmal, oder wir rüsten uns jetzt erstmal aus. Bap!
jetzt sehe ich wieder anders aus, aber diesen Bierbauchbehälter. Dann eine andere Hose. Ja, jetzt sehe ich schon schick aus. So, mit dem Zeug, was ich jetzt hier verkaufe, kann ich natürlich auch den Handschuh kaufen. Wie kann ich helfen? Dann bin ich von der Verteidigung auf jeden Fall wesentlich besser. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Das heißt, ich bin widerstandsfähiger und die Feinde können mir noch weniger was an haben. Das finde ich sehr gut. Jetzt kommt irgendeine Erklärung, weil ich mal aus Versehen oft zerlegen gegangen bin. Das möchte ich gar nicht jetzt wissen. Das Spiel macht mich aber auch verrückt hier. So, hier haben wir ein paar Sachen. Ich glaube, das sind alles solche Sachen, die man nicht verkaufen kann. Ne? Das kann man verkaufen. Aber die kosten mich ja null Gewicht. Also wozu soll ich das verkaufen? Nee. Wir lassen das jetzt. Danke. Wir haben... Ach Quatsch, ich wollte doch den Handschuh holen. Ich wollte doch den Handschuh kaufen. Wieso habe ich das jetzt hingemacht? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Sorry. Wir gehen jetzt noch einmal rein und dann war's das. Die Handschuhe wollte ich mir doch holen. Mein Gott. Ja, ich bin aber auch mega vergesslich in letzter Zeit hier. So, jetzt aber. Den Handschuh werden wir uns noch anziehen. Papp. Schon haben wir blaue Handschuhe. Und wir sind definitiv jetzt besser ausgerüstet. Ich glaube, ich habe... Wahrscheinlich für den Schlägerkampf macht das nichts. Ich hätte jetzt gerne nochmal gespeichert vorher. Aber es geht schon los. Ah, Hexer. Hallo. Scheiben. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Wenn ich immer in der Taverne landen würde. Okay. War anscheinend nicht der Feldwebel. Gut, da kann ich ja noch mal kurz speichern. Mein Sohn! Es war ein Gespräch unter Männern und das war ein Arschloch. Den hätte ich am liebsten jetzt vermöbelt. Weil es denen einfach scheißegal ist. Der Sieger wird der Meister von Wählen sein. Ah, ich wollte gerade sagen, der lässt mich jetzt nicht kämpfen. Ach, das ist das Arschloch. Ich fasse es nicht. Was würde der Baron denken? Der Baron ist nicht da, aber das Geschäft scheint zu brummen. Die Leute sind auf Faustkämpfe schärfer als je zuvor. Kämpfen wir. Ja, 30. Wir bleiben einfach. Komm zur Party. Ach, ich muss jetzt wirklich gegen das Arschloch kämpfen. Cool. Ich wusste gerade, dass er... Oh, es geht schon los. Wow, ich tue ihn ganz schön vermöbeln. Ich drücke hier nur die ganze Zeit eine Taste. Also die Schnell-Angreif-Taste. Fertig. Geil. Gut. Welch ein Kampf. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat. Und nunmehr Meister von ganz Wählen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend. Skellige auch. Ja, werde ich bestimmt machen. Dass du mir Arsch klebst. Können wir gleich mal mit denen sprechen, ja? Hier ist nichts für dich. Ach, jetzt will er gar nicht mehr mit mir sprechen. Beziehungsweise haben die Entwickler da nichts reingemacht. Schade. Hier ist nichts für dich. Ja, na gut. Da habe ich den wenigstens nochmal verkloppt. Das hört sich an, ne? Hier steht schon Reiseziel nach Skellige. Hat es jetzt automatisch ausgewählt als... Mission und natürlich schwebt ein Totenkopfroter. Natürlich haben wir diese Quest nicht machen. Wäre, so wie es aussieht, auch tödlich. Wir machen Nebenquests also weiter. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen. Zum Beispiel der Fall des Hauses Rücker.
fragt Dolores nach dem Monster in ihren Anwesen. Steht hier, Geralts weite Reise durch das ländliche Wählen führte ihn auch in ein Dorf namens Lindenthal. Ja, das haben wir vor uns vorgelesen. Dort traf er eine kramgebeugte alte Frau. Was war der Grund ihres Kummers? Ja, mit der habe ich ja nicht gesprochen und das Ausrufezeichen war weg. Wahrscheinlich, weil da an diesem Anschlagsbrett schon die Mission stand. Sie war obdachlos. Ein Monster hatte in ihrer Familiensitz sein Nest gebaut und sie gezwungen, sich etwas zu mieten, bis sie sich das nicht mehr leisten können. Nun beharrt sie Geralt ihr Haus, also hat sie gar nicht gemacht, ihr Haus von der Bestie zu befreien. Zum Dank gab sie ihm ein kostbares Objekt, den Schlüssel zu einer Truhe, in der sich angeblich all ihre Ersparnisse befanden. Geralt konnte seine Hilfe einer alten Dame in Not nicht verwehren. Erst recht nicht, da sie ihn so stattlich entlohnen wollte. So beschloss er zu tun, worum sie ihn bat. Also die Story ist ein bisschen komisch, weil ich habe nämlich nicht mit der Frau gesprochen, etc. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Das kann sein, ich habe ja schon einige Bugs hier entdeckt. Genau wie gerade hier der Hund, der in der Luft geschwebt hat. Ja, das sind alles solche Sachen, die einen doch schnell wieder bewusst machen, dass es sich hier um ein Spiel handelt. Tötest du die Monster? Alle? Ja, also wir haben jetzt tatsächlich... das wollte ich jetzt nicht. Der Fall des Hauses Rücker. Habe ich jetzt ausgewählt und wir machen das jetzt auch gleich. Die Schrittanzahl geht wieder hoch. Ist das bescheuert, ne? Okay. Na. Ja. Der hat's gehört. Er findet es nicht gut, dass ich gegen das Spiel hetze hier. Ist ja kein Hetzen, es ist einfach nur. Ja, kritisieren. Kritiken üben. Ach, da hätten wir ja gar nicht so weit weggehen brauchen. Also, nochmal kurz zum Verständnis. Ich habe die Frau gesehen mit dem Ausrufezeichen, um der es jetzt gerade ging in diesem Schreiben. Allerdings konnte ich da gar nichts machen. Ja. Da konnte ich wirklich nichts machen. Weil das Ausrufezeichen war schon automatisch weg, als ich das Anschlagsbrett begutachtet habe. Und dann habe ich die Mission bekommen. Also anscheinend gab es zwei Wege. Entweder man liest das Anschlagsbrett oder man spricht mit der Frau. Und worum es gerade ging, das habe ich ja vorgelesen. Oder worum es überhaupt geht. Das wisst ihr jetzt bereits und ich weiß es auch. Komm schon. Und wir werden das jetzt mal genauer angucken, was das für ein Monster ist. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Denke mal, wir werden das schaffen. Vor allen Dingen, weil die Mission hier Stufe 6 erforderlich hält. Erforderlich hält. So, jetzt reden wir mal mit Dolores zum ersten Mal. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Aha. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Anscheinend ist es jetzt. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender. Ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Also, sie erklärt mir jetzt die Mission erst, obwohl das jetzt schon in der Missionsbeschreibung so stand, als ob ich mit der geredet hätte. Es ist alles verwirrend. Ich dachte, die Entwickler sind wenigstens so intelligent und tun das irgendwie updaten. Aber anscheinend haben sie nur einen Text gemacht und fertig ist. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. So keine ist Sorge. Es. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind.
Das Haus liegt östlich. Ehrlich. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Ja, also sie brauchen mir ehrlich gesagt kein Geld geben, aber hier die Hexer, ja. Die wollen Geld, das wissen wir ja schon seit der ersten Stunde. Hexer sind auf Geld aus. So, und jetzt müssen wir erstmal das Anwesen finden. Das ist natürlich hier einige Schritte entfernt. Kann hier nicht mal alles gleich um die Ecke sein. Erstmal wieder durch die Pampa reiten hier. Und das Pferd will nach links, warum auch immer. Ach, jetzt langsamer. Hat sich der Wegpunkt wieder geändert. Ich krieg die Krise. Warum jetzt wieder? Was ist denn das? Das Spiel ist so mega verbuggt, dass es schon richtig wehtut. Das finde ich nicht gut. Schaut euch an, wie der Wegpunkt hier völlig einen Splin hat. Nee. Ich dachte. Ja, also auf den darf man sich wahrscheinlich nicht verlassen. Komm schon. Okay. Ich laufe gleich hier den Rest. Wenn es hier nicht normal weitergeht. Hier liegen ein Haufen Äste auf der Fahrbahn. Auf der Reitbahn. Ich höre irgendwas. Reite schneller. Wenn ich was höre, ist das nicht gut. Ach, mein Pferd ist so doof. Plötze ist wirklich einer der dümmsten Pferde. Das muss das Herrenhaus sein, das die ich je im Spiel begegnet habe. Komm jetzt. Was jetzt? Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er hat tut. Habt ihr das gesehen? Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Habt ihr das gesehen? Mein Pferd hat gebrannt und hat mich da abgeworfen. Sehr lustig. Also, von wegen. Hier gibt es Monster. Hier scheint es wahrscheinlich Menschen zu geben. Ihr habt es ja schon gehört. Obwohl. Was ist das da? Oh, Level 20. Wer auch immer das aufgestellt hat, wusste genau, was er tut. Habt ihr gesehen? Das war ein Waldschrat, Level 20. Alter, wenn ich den begegne, bin ich richtig tot noch. Wow. Ich renne aber auch eine Falle in die andere rein jetzt gerade. Das ist so richtig dumm von mir. Also ich gehe jetzt hier permanent nur noch mit Hexersinne durch. So, das ist eine Sprengfalle. Da renne ich nicht mehr drüber. Naja, meine Rüstung brennt noch, aber jetzt ist sie wohl erloschen. Habt ihr gesehen? Also so viele Eindrücke. Ich bin richtig platt jetzt schon. Da war ein Waldschrat Stufe 20. Wenn der mich angreift, bin ich weg. Kann ich mit meiner neuen Ausrüstung kann ich baden gehen. Hier ist eine Tür. Kann man die irgendwie einstürzen lassen hier? Zack. Ja. Gehen wir mal rein. Ist da jemand? Ich klaue jetzt hier alles weg. Ja. Lesen wir mal kurz. Oder tun so, als ob wir lesen. Ihr könnt gerne das Video anhalten wieder. Gut. Wow. Also es ist jetzt ein Bücherfest.
Tagebuch. Keine Bombe. Und ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Ja, ein Tagebuch, ein Tagebuch. Lesen wir mal kurz ein paar Passagen, damit es hier nicht so ganz so langweilig ist. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Was, Milchmädchen? Echt? Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Ja, bla bla bla. Humbert bleibt unerbittig, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Wow. Also hier scheint etwas im Argen zu sein. Im Großen und Ganzen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir jetzt den Waldschrat nicht wieder begegnen. Weil ich befürchte, wenn der uns sieht, dann können wir die Beine in die Hand nehmen und wirklich um das Leben laufen hier. Ja?